Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, wie gesagt, heute ist der 29. Mittwoch. Ihr seht es im Hintergrund, ich bin an der frischen Luft, unrasiert. Ja, was gibt's Neues? Also, ich warte immer noch auf meinen PC, den ich hoffentlich Freitag, spätestens Samstag holen kann. Wir haben es jetzt Mittwoch früh um 10 Uhr. Irgendwo da hinten, müsste man es glaube sehen, toben meine Kinder rum. Ja, die ersten 36 Stunden ohne PC. Scheiße. Ich bin offen und ehrlich, ich bin ja leidenschaftlicher Zocker und mache auch am PC alle möglichen Arbeiten. Es ist, wie soll ich sagen, eine Qual. Wenn man nicht mindestens eine Stunde, zwei Stunden am Tag mal an PC kann, die Tasten klingen lassen, ein bisschen zocken oder sich mal ein Video angucken oder so. Es ist eine Qual. Ganz ehrlich, ich bin offen und ehrlich, ich bin süchtig danach. Wortwörtlich. Die Leidenschaft ist mittlerweile in eine Sucht übergegangen. Und ja, ich krieg's richtig mit abends, wenn ich dann mit meinen Kindern auf dem Sofa sitze, wir uns noch einen Trickfilm angucken oder allgemein irgendeinen Film oder so oder Abendbrot essen. Mir fehlt irgendwas. Sonst habe ich es ja jetzt in den Ferien so gehabt, ich bin vormittags mit meinen Kindern an den See gegangen. Wir waren spazieren, wandern, auf dem Spielplatz. Ich muss ab und zu nach meinen Kindern gucken. Und nachmittags haben wir dann einen ruhigen gemacht. Ich saß am PC, habe so ein bisschen im Discord gequatscht, ein bisschen gezockt. Musste natürlich regelmäßig aufhören zu zocken wegen den Kindern. Das mache ich aber dann aber auch gerne. Ja, es fehlt was in meinem Leben irgendwo. Ich hoffe, dass ich den PC schnellstmöglich wieder kriege. Und ja, dass ich wortwörtlich meine Leidenschaft und meine Sucht befriedigen kann. Ja. Ich kann es noch mal sagen, wir sind gerade im Grün, wie man sieht, da hinten irgendwo, da sitzt mein Ältester, mein Mittelster, mein Jüngster tobt dort irgendwo rum. Wir sind hier gerade, ich weiß nicht, ob man das sieht da oben, beim Schloss Sonnenstein. Das hat eine lange Vorgeschichte aus Zweiter Weltkriegszeiten. Hier war wohl irgendwas mit Judenverbrennung und so, halt andersdenkende Vergasung, Verbrennung. Man kann das hier auch regelmäßig besuchen. Da sieht man auch, wo die Brennöfen gestanden haben und. Soweit ich weiß, wurde dann die Asche immer runter in die Elbe gekippt. Aber wer das alles wissen will, der soll mal Google fragen nach Schloss Sonnstein Pirna. Und einfach mal schlau machen und googeln. Das ist recht interessant für die Geschichte. Ansonsten da im Hintergrund meine ganze, ich sag mal, City. Das ist nur ein Teil davon. Das ist ein Stadtteil. Wir haben jetzt hier oben, wo wir sind, ein Stadtteil. Da unten ist ein Stadtteil. Dann haben wir auf der anderen Elbseite nochmal ein Stadtteil, wo meine kleine Schwester hinzieht. Was ich auch richtig feier. Und ja, no. Gibt es sonst noch was zu sagen, außer dass ich das Zocken gerade richtig hart vermisse? Nö, eigentlich nicht. Morgen ist Donnerstag. Mal schauen, was wir da unternehmen, ich und die Kinder. Auf jeden Fall wird es auch wieder einen kleinen kurzen Handyvlog geben, der geht schon länger als geplant. Und vielleicht kommt heute Nachmittag noch einer, das kann ich nicht versprechen. Auf jeden Fall. Wir sehen uns dann zum nächsten Handyvlog. Tschüss.